Hallo und schon wieder sind wir da und melden uns von der Verkostungsfront. Heute geht's um Rheinhessen Riesling. Es ist schon die zweite Runde. Es gibt aber wahrscheinlich eine dritte, denn es fehlen immer noch ein paar wichtige Betriebe. Aber es wird schon so, ein paar verbummeln es halt immer noch wegen. Wir sind dran, wir fangen jetzt auch gleich an, bevor wir jetzt da rumtrödeln. 2, 4, 5, 4, 6, 2. So furchtbar viele sind es halt gar nicht. Weil wir wirklich, ich glaube, ein nicht großes Gewächs haben wir dabei und ansonsten nur Gigis. 2, 4, 5, 4, 6, 2. Ich hätte sie ja noch ein paar Mal sagen lassen können. Ja, ich dachte, ich sage es einfach so lang, bis du schreibst. Kräutrig, mineralisch. Ja, und sehr kühl und hell und eher noch und hell zurückhaltend. Lustig. Grün, nussig, grüne Walnuss. Ja. Ich habe jetzt erst die Tage ganz viele aufgehoben. Ich weiß, wie es riecht. Und aufgemacht. Mhm. Ist kühl und hell, straff, ein bisschen so Zitrus betont. Ich wollte Zitrus auch sagen, ja. Es hat schon Stahlobs auch, aber das alles ist eine sehr schlanke, helle Art. Ja, es ist, das wirkt trotzdem so ganz leichten Zucker hat und wirkt es eher herb, ne? Mhm. Hat schon so eine Spur Candies auch, aber der Grundton ist eher herb. Auch hier wieder so was leicht hell mineralisches dahinter. Aber so ein bisschen was Grünes hat es trotzdem. Es bleibt, ja. Also so ein bisschen an grüne Paprika erinnernd oder so. Ja, das ist gar nicht schlecht. Sind da eher 7, hä? Ja. So ist es. Das ist der Westhofener Moorstein 2017 von Gutzler. Es geht. Es müsste für einen Moorstein schon noch ein bisschen substanzieller und ausdrucksstärker sein. Das ist jetzt wirklich. Wirklich großes Gewächs sein will. Ganz andere Geschichte, ziemlich deutlich vegetabil. Bisschen speckig. Ja, richtig. Und noch so Spur Hefe und so helle, erdig-mineralische Töne mit drin. Spur pilzig auch. Ja, das hat überhaupt so eine relativ hohe Reife. Das ist nicht nur pilzig, das hat also was ganz leicht süßlich-zwiebeliges drin. Ja, so ist das auch im Mund. Wirkt relativ reif. Man spürt auch ganz leicht den Alkohol. Dann kommen wieder vegetabile Geschichten. Dieser ganz leichte Schmorzwiebelton. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Fast auch ein Hauch braune Butter. Braune Butter, ja, auf jeden Fall. Ja, steht sogar drin. Schon her. Mhm. Und ein bisschen süßlicher Schmelz. Das ist alles ein bisschen wärmer, molliger. Ich finde auch, dass der bei 7 gut steht. Mhm. So ist es. Hat auch so einen ganz leicht rustikalen Touch. Gell? Ja. Es ist ein bisschen altmodisch.
Wenn du noch ein bisschen die Schrift größer machen kannst, für mich, dann recht dankbar. Das gucke ich immer wie so ein kleiner Eskimo. Wie ein kleiner was? Eskimo. Mit die Augen so zusammen drin. Eskimo, habe ich jetzt verstanden. Nein, Eskimo. Das ist das Weingut Prinz Salm. Das ist das 16er Binger Scharlachberg. 245-460. 460? Mhm. Das ist jetzt wieder kühler. Und ja, floraler. Mhm. Auch im Ganzen hell wieder. Das riecht ein bisschen nach Basilikum. Ja. Ja. Schmeckt auch leicht danach. Ja, also da steht noch drin, trocknender Gerbstoff, das war wohl gestern so. Aber das ist gar nicht mehr so schlimm. Ein bisschen so ein Gerbstoffgriff hat er noch, aber es ist nicht mehr so wie. Ja. Ist auch leicht süßlich. Ja. Ja. Das würde ich jetzt sagen, ist ein Grenzfall. Es hat schon auch Zug und Schliff. Und hinten raus kommt relativ viel helle Mineralik. Und bei mir das Salzige ganz gut gefällt. Sag ich der ja. Kühle Stil, von daher. Sind es 8? Ja, würde ich sagen. Ich auch. Das war mal Gutzler, gell? Mhm. Ja, ja, das war so ähnlich dem anderen. Dieses Mal ist es Wormser Liebfrauenstift Kirchenstück 17. Ist der günstigere, aber es ist tatsächlich der bessere. Mhm. 359057. Eher so frischkräutrig. Mhm. Ne? Hat überhaupt was sehr Frisches. Das ist, finde ich, recht einladend. Mhm. Aber schön erfrischende, kühle, geschliffene Frucht. Ein bisschen was Pflanzliches dabei, ein bisschen was Hefiges. Hinten raus dann sehr eigentlich durchgezeichnet Mineralik von vorn bis hinten. Hm? Hat aber auch einen gewissen Schmelz. Ja, aber es ist, aber ohne, dass das jetzt plump wird oder dass das breit wird oder so, oder? Ja, ich finde schon ein bisschen kantig. So. Minimal. Also ich finde das der beste bis jetzt. Ja. Oder? Ja, schon. Also, steht auch bei 88 gut, aber für mich der schönste bis jetzt. Haben wir das wirklich Schliff? Und ich weiß schon, was du meinst, ja. Das ist schmelzig. Es kommt aber auch ein bisschen von der Hefe. Weil, vor allem, es hat eine wirkliche Süße, es ist wirklich trocken. Hat einen recht feinen Saft, ich finde es sogar elegant. Also mir gefällt es. Dir gefällt es nicht. Geht. Es aber geht. Es geht ja nicht nach mir. Ja, du hast ja was mitzureden. Nee, aber von den Punkten steht er da gut. Dann passt es ja. Ja, ja, steht da gut. 88 Punkte darf er haben. Mir ist es nur hinten raus ein bisschen zu. Das ist jetzt unser einziges, wenn ich mich recht erinnere. Nicht großes Gewächs, das war ein gut Strub. Und dann mit ist es, dem Ölberg im Taubennest nennt er sich. Ja, kann man schon trinken, sagt mein Freund. Kann man schon trinken, ja. Ja. 358333.
Das ist nicht nur kräuterig, das hat auch was anderes Vegetabiles dabei. Das ist aber auch nur hefig, finde ich. Und hefige Töne, ja. So ein bisschen Quitte oder so. Ja, nicht schlecht. Auch so ein Hauch Speck wieder im Hintergrund. Ja. Ganz leicht dunkelbeeriges. Ja, das hat noch ein bisschen mehr Substanz und einen recht schönen Griff. Reifengerbstoff, hat viel Saft. Mhm. Floraler wie die anderen? Von Floraler. Floral. Geht das wieder los. Aber auch noch hefiger, auch noch jünger. Wirkend unentwickelter. Ja. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber das, dem würde ich die 89 aber auch zustimmen. Ja. Also das ist... Finde ich gut. Ja. Gefällt mir gut. Wirkt auch interessant. Also da, der ist... Ja. Der braucht noch Zeit bis dann. Weingut St. Anthony mit dem Niersteiner Orbel. Da kommt er. War das alles? Ah ne, den einen 16 habe ich vorgelesen. Das 16 war dann passt ja. 358-400. Oh, da ist aber schon einiges zu riechen. Das wird ja eher zitrusbetont und dann ziemlich floral, finde ich. Mhm. Das ist. Kräutrig, aber auch und so ein bisschen Steinobst, aber so gelbes Steinobst. Ja, die Nase springt einem ein bisschen mehr an als das vorhergehende. Bisschen plakativer. Ja. Ja, so. Ist ein Mund fruchtiger und floraler. Und hat schon merkliche Süße. Mhm. Wird da nur leicht gedeckt. So eine erdige Mineralik. Mhm, richtig. Wie pilzig. Ja, das habe ich gar nicht drin. Und die gelbe doch, das pilzige. Ja, doch, steht alles drin. Und die gelbe Würze, finde ich, das ist auch wirklich so Kurkuma oder so. Was mir da schmeckt. Ja. Und die 90? Weiß ich nicht so ganz genau. Es hat schon gewisse Kraft und Substanz, aber es reichen 89. Ja, würde ich auch sagen. Es ist, auch wieder blöd, durch diesen Zucker verliert es ganz leicht an Kontur. Ja, ist eigentlich schade. Hinaus. Ja, passt. Ups, habe ich so lange auf den Text geschaut? Tada, sind wir da? Ja, das ist wieder Prinz Salm. Das ist wieder 16, das ist der Binger Kirchberg. Interessant, dass der mal besser ist als der Scharlachberg, aber es ist so, der Scharlachberg ist dagegen ein bisschen plump. Wie gesagt, das wäre auch noch ein Stück besser, wenn es diese Süße nicht hätte. Entschuldige, jetzt habe ich dir in den Vortrag reingeredet. Jetzt sag ich weiter mal. 245500. So, kann ich wieder reden? Achso, ich habe da gar nichts zu sagen. Ah, das ist ein bisschen reduktiv. Ich wollte es gerade sagen. Aber fest und ein bisschen speckig wieder. Ja, so vegetabil, ein bisschen kräutrig. Ja. Speck fehlt mir auch noch in der Beschreibung. Aber es riecht schon mal deutlich fester noch als die wir bis jetzt hatten.
im Mund wesentlich fester. Es bleibt sehr kühl, sehr fein in Saft, sehr straff. Auch da noch so leicht reduktiv wirkend. Auch schön herb. Also genau. Da ist irgendwie so, es schmeckt so ein bisschen nach Wiesenkräutern, getrocknete Wiesenkräuter. Mhm. Ja. Und dieses Rotbeerige, das wird eher auffälliger, das da drin steht. Mhm. Ja, das hat einen schönen Schliff, also das gefällt mir sehr. Eindeutig der schönste Wein bis jetzt. Gefällt mir auch am besten. Da machen wir aber auch einen Sprung. Der steht schon bei 91 und die kann er. Ja. Das ist ein ziemlich eleganter Stil bei aller Spannung, die er hat. Das ist das Weingut Kühling Gillot. Mit dem Miersteiner Hipping 17. .358 .339. Ich hab mal immer noch. Also ja. Das ist schon wirklich. Ich würde fast vorschlagen, den bei 2x drunter reinzustellen, vorsichtshalber. Das so lange wie der ist. Ja, dass wir dem Unrecht tun. Das andere Stil, es ist gelber. Da steht aber zurückhaltend gelbfruchtig. Ja, das ist nicht so richtig. Das war gestern, so wie das da steht, noch ein bisschen hinter der Hefe und den Vegetabilnoten versteckt. Und Zitronenrabine kommt da. Aber zurückhaltend nicht mehr, aber relativ ruhig ist der Stil, oder? Ja. Also es hat so gar nichts Lautes. Dann kommen wirklich so diese es kommen so leicht dunkelerdige und ölige Noten kommen rein. Dann kommen schon in der Nase. Kommen rein. Ja. Mundgelber im Stil, ein bisschen wärmer. Dann, das hat dann auch tatsächlich wieder schmelzt. Das wird so ganz leicht süßlich dadurch. Aber das hat auch schon Dichte und Mineralik. Also es ist schon ziemlich substanziell. Ist auch recht kühl allgemein gehalten. Finde ich aber auch sehr komisch. Spannend. Das hat, es ist wärmer als der Vorgänger. Und hinten raus zieht er dann wieder an und dann wirkt er tatsächlich wieder kühl. Das Setup hat von beidem was. Und hat wirklich Festigkeit, Substanz, gute Tiefe. Das wird ein hervorragender Reifen. Das ist auch schon die Frage, ob es nicht schon 92 sind. Ja? Ich bin bei 1. Ach. Also wir können es nochmal neu stellen meinst. Ja. Ja, wenn wir uns streiten. Aber wenn du, ich streite mich. Also ja, stellen rein. Passt. Streiten muss ich mich nicht. Dann aber ich glaube, der ist später. Bei 1. Gut, alles klar. Wir machen 245503. So ein bisschen gedeckt, oder? Ein bisschen gedeckt, zurückhaltend. Pilzig. Ein bisschen speckig. Pflanzlich. Auch. Hat kaum Frucht. Wäre das pflanzliche, hefige, pilzige, mineralische da. Die Frucht ganz versteckt. Was der andere kann, weil der kommt da nicht ganz ran. Ja, ein bisschen süßlich. Ja, aber das ist eh fraglich, ob der das kann der nicht. Sag ich ja. Also, es hat schon Spannungen, es hat Biss und Griff, wird dabei ein bisschen schlanker. Doch ganz leicht gedeckt, auch im Gaumen. So ein
ganz, ganz leicht sandigen Gerbstoff. Dann etwas Dunkles dahinter. Ich meine, es hat schon auch Länge. Schlecht ist es nicht. Aber es lagert ein 90. Ja, und die anfangen. Ja. So, wie machen wir das? So, wen haben wir? Das ist das Weingut Wattenfeld Spanier. Das ist der Niederflörsheimer Frauenberg 17. 358264. Das hat auch noch so einen minimalen Reduktionston. Ja. Aber es ist ziemlich fest in der Nase. Kräutrig und schon fast ein bisschen ätherisch, finde ich. So. Ein bisschen das. Ja. Ein bisschen, wenn du so ein bisschen Tanne anknüpfst. Aha. Und weit, weit wegstehst. Aber schon auch so sehr viel Mineralik in der Nase. Gefällt mir. Mhm. Ja, das ist jetzt auch wieder eine Steigerung. Das ist nämlich alles sehr fest am Gaumen, dicht. Wieder so ganz zart ins Ölige reingehend. So fast ein bisschen heller Tabak in der Würze drin. Ja, und ein bisschen Pfeffer. Habe ich das? Nee, mhm. Habe ich nicht. Bisschen Pfeffer, auch ein bisschen was Florales. Schönen Griff. Absolut. Das ist ein sehr reifen Gerbstoff, der präsent ist, aber eben eher für Rückgrat sorgt, das trocknet also jetzt nicht sonderlich. Ja, und hat auch was schön Salziges. Das kommt ziemlich, also jetzt aus. Ja, das sind verdiente 91. Mhm, würde ich auch sagen. Gib mich Flasche. Das war ein gut Gunderloch mit dem 17er Niersteiner Pettental. 358263. Ah, hübsch mineralisch. Zeigt jetzt auch noch nicht so richtig viel Frucht. Nee, ich finde es ja gut. Ja. Wenn die Frucht unaufdringlich ist. Und das ist wirklich. Das hat schon Tiefe in der Nase. Das hat diese kräuterig-pflanzlichen Noten, ein Hauch Hefe und dann diese deutliche Mineralik. So auch so was zart-ätherisches, gell? Zart-ätherisch und zart so ein bisschen Limone oder irgendwas Zitrus. Oder auch wieder Zitronenverbene oder so. Aber ganz angenehm, ganz zart. Mhm. Ja. Sehr schön. Wirkt fast völlig trocken. In sich ruhend, geschliffen, hell, auch die Mineralik ist hell. Ist noch ein bisschen hefig. Das alles hat was unaufdringlich, obwohl die Mineralik schon zupackt. Mhm. Es ist echt saftig. Mhm. Das Schöne ist saftig. Also oh, salzig. Schön. Was Packendes. Ja, klar, der beste Wein bis jetzt. Mhm. Und hinten raus was ganz Kaltes. Und das richtig Speichel ziehen, das man will eigentlich immer noch einen Schluck haben. Obwohl das noch viel zu jung ist. Ja, aber das kann die 92 leicht. Mhm, ich finde sogar 2, weiß ich nicht, ob es reicht.
Ich sag ja, das kann die 92 leicht. Also stellen wir es oben nochmal rein. Mhm. Drei fünf acht. 3,39. Ja. Ja, das ist wieder ganz anders. Hier vegetabil und so ein bisschen erdig. Ja, und schon in der Nase so. So diese Reinfrontöligkeit. Das Gelbfruchtige. Also nicht aufdringlich? Nee. Aber wenn das Reinfront, also Nierstein ist, dann zeigt das ziemlich deutlich, wo es herkommt. Mhm. Den hat man schon mal. Mhm. Ja, das ist ein ganz anderer Stil. Das ist ein bisschen schmelziger, ein bisschen süßlicher. Fast ein Hauch altmodischer wirkend. Das ist ein bisschen traditioneller. So wie man das von früher kennt, wenn man denn so die alten St. Antonis und sowas kennt. Ich finde aber. Was lachst jetzt du? So. Ich finde aber. Trotzdem, dass man da schon 92 geben kann. Habe ich ja vorhin auch gesagt. Quatsch, ich habe das gesagt. Du wolltest das runterstufen. Nein, runter nicht. Nein. Aber du hast es vorher nicht gesagt. Ich wollte den bei 92, das hast du mir nicht geglaubt. Ja, das ist St. Antoni, warum hast du jetzt da gelacht? St. Antonis Pettental 17 ist das. Alles gut. Darf ja auch mal lachen. Aber warum? Einfach so, weil es kann. Ach komm. Veräppelt. Nein, ich habe. Nee, wirklich nicht. Das ist was anderes. 245501. Sehr kräuterig. Also getrocknet kräuterig. Und sehr mineralisch. Bisschen speckig und ölig. Hm. Da alles drin. Ah, jetzt kannst du es ja lesen. Das ist ja groß genug. Dann habe ich Riesau. Ja, das ist zwar noch ist auch so ein Hauch reduktiv, aber das kann schon in der Nase ziemlich viel. Das ist interessant. Obwohl das auch ein bisschen was Gelbes und Öliges hat, ist das trotzdem im Geschmack völlig anders. Das ist ganz schwer zu erklären. Es hat auch Pfeffernoten. Ja. Und eine ganz, ganz eigene hat auch so ein Mineralik. So ein Hülsenfruchtton. Mhm. Ja, aber das ist schon sehr, sehr gut. Bau. Die Mineralik ist fast ein bisschen rauchig. Gefällt mir. Ich finde das stimmt. Ja, das sind verdiente 92. Das dann? Nimmst du den Dropstop weg? Das ist Battenfeld Spanier, das ist das Hohenzölzener Kirchenstück. Oh, was für Glas, gell? Ja, komm. Zwei, vier, fünf, fünf, null, null. Das ist noch reduktiv, würde ich sagen. Das ist fest reduktiv, das ist ziemlich tief. Bisschen speckig.
eher so vegetarieren, würde ich sagen. Das ist doch der kühle Kilo, den wir vorhin schon nochmal hochgestellt haben. Und ich glaube fast zu Recht. Das sind im Jahr zwei. Also, heute hast du den besseren Teil. Ganz klar. Kommt auch schön kräutrig. Also, haben wir ja vorhin schon gezeigt. Das ist nochmal Hipping von Kühling Gillot. Und das haben wir schon. Haben wir schon gut daran getan, den noch haben wir den 92ern. Ja, mit der bleibt schon echt voll stehen. Das hat er schon verdient. Ja, tut mir leid. 358, 335. So was Herbpflanzliches. Der wirkt ziemlich verschlossen jetzt gerade. Mhm. Das war... Das war gestern offensichtlich ein bisschen... Es gibt nicht viel zugänglicher. Im Mund so ein bisschen mehr an das Statement. Es ist ganz kühl, aber es hat einen ganz feinen Saft, Schliff und schöner Säure. Ist auch schön, weil sie so perfekt integriert ist. Und dann kommt Mineralik. Hat einen schönen Griff. Ja, und das ist eher elegant, ne? Oder Bodengriff, sagen wir so. Es hat so ein bisschen grünen Tabak irgendwie. Das ist aber ziemlich gut. Ja. Also steht bis leicht tabakig, aber sonst muss es da rausmachen oder so. Oh, ja, ja, passt schon. Ich glaube, das Wein immer leicht unterschätzt, weil er so was Feines, Kühles, Schlankes hat. Es ist trotzdem die Frage, sind es eins oder zwei? Mir persönlich gefällt das sehr. Da bin ich dann natürlich so ein bisschen. Bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich auch. Ich würde sagen, etwas Luft und nochmal probieren. Ja. Ja? Ja. Dann. Also, aber dann? Ja, einfach morgen. Das machen wir dann. Das ist wieder das Weingut St. Anthony mit den 10 Morgen. Das ist noch gar nicht lang, großes Gewächs. Ich finde das schon toll. Also diese Feinheit und Länge ist. 358. Ich bin schon ein Fan davon. 262. 358, 262. Mhm. Das ist aber auch ein leichter Stinker. Ja, ordentlichen Reduktionsstinker. Ja, aber das ist aber schon ziemlich tief in der Nase. Gibt aber auch noch nicht so richtig viel her. Ich glaube, das, also so wie du das schreibst, fand ich da gestern mehr drin. Ich finde das aber heute auch immer noch ziemlich beeindruckend. Ja. Also das hat ja Tiefe und es packt zu. Ja. Also es ist schon noch sehr hefig. Man könnte dann ein bisschen Kräuter, ein bisschen was Gelbfruchtiges rausriechen. Ja, und es ist auch im Mund sehr spannend. Es ist unheimlich festgewirkt. Straff, herbsaftig. Also das kommt auch völlig ohne Zucker aus. Ganz tolle Säure. Mordsmineralik, wieder was so rot- oder schwarzbeeriges dahinter. Hat
so Schwarzbeere auf jeden Fall, so ein bisschen Cassis. Hm. Ja, das ist schon wieder roter Hang, oder? Hm, ich könnte gucken. Ja, ist ja Nierstein oder Nackenhain. Ich weiß ja fast, mit dieser ganz dunklen Aromatik, ich bin ja fast schon bei Rotenberg. Wer weiß das schon so genau? Ja, wer weiß das schon so genau? Brauche aber noch Eis, brauche ein Das wäre schon ein Tipp, den ich echt abgeben würde, dass das Rotenberg ist. Vor allem, das zieht ja mattmäßig da hinten. Das braucht Zeit, aber da reichen mir zwei Rannen ins Glied. Ich gehe mit. Das sind ja drei. Ja. Und Lieblingswein. Und was ist? Es wird doch nicht. Also, Gundeloch, Nackenheimer, Rotenberg, 17. Oh, das ist schon toll. Mhm. Jetzt muss ich nur, was ich vergessen habe, den Lieblingswein draus machen. Das ist schon ziemlich. Wenn du mir deine Glosel gibst, die gebe ich dir auch einen Schluck. Die Wiesen ist voll rum. 3, 5, 8, 3, 3, 7. Ja, weißt, aber so Bayer ist immer da. Wir sind wir. Ja, so, ja. Ne? Das weiß ich, oder halb schwäbisch. Und ich habe nicht einmal was eingeschenkt gekriegt, verstehst du? Bloß weil du hier rumblödeln musst. Verdammt? Ehrlich, ja, hast du das weggeschickt? Ich habe doch. Oh, Entschuldigung. Nein, du hast mir nichts eingeschenkt. Er ist halt Zeugen. Habe ich mir vielleicht. Ich habe den immer im Mund, den gerade. Das war toll, ja. Ich glaube, ich habe mir zweimal eingeschenkt. Tatsächlich. So, du schluckst doch schon wieder. Nee. Ach komm. Nee, schön wär's. Okay. Interessant, ganz anders. Ja. Wieder ein bisschen mehr gelbe Würze dabei. Das riecht ein bisschen nach Anis. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt mir da und das ist wirklich Anis. Witzig, es riecht ein klein bisschen nach Sambuca irgendwie. Genau. Also, ne? Ja, ja, ich hätte gesagt, ich war erst so richtig irritiert, dachte mir, was ist das? Genau das ist es. Ja, es ist. Es war trotzdem eine sehr schöne Nase. Trotzdem ja, kühle auch. Ja, hat Schliff auch und Straffheit. Das ist ziemlich saftig. Das geht aber so ganz leicht ins Ölige rein. Gedeckt ist es. Also der Gerbstoff hat noch so einen Hauch was Trocknendes dabei. Aber die Substanz, das gefällt mir schon sehr. Und Länge hat es auch. Ich denke, das steht gar gut. Ja, würde ich auch sagen. Das sind 92. Und zwar verdient. Ja, und sehr gut. Ja. Es war fast zu erwarten, dass das wieder St. Anthony ist. Dieses Mal ist es der Niersteiner Hipping. Da kommt er. Was lachst du schon? Das ist ein netter Krieg, ne? Was? Wahrscheinlich alle haben gesehen, wie ich habe gerade ein Glas umgeschmissen. Ja, dass du es umgeworfen hast, ist mir dann schon aufgefallen. Ja, okay. Ich wollte jetzt nicht drauf eingehen. Ja, nee, steht dazu. Das ist mir einfach passiert. Ja, ich sag ja. Und auch ein Schussel. 3, 5, 8, 2, 6, 3. Das ist wie, wollte mir einen Orangensaft. Ich streng mich da an den ganzen Tag und sie hockt ihn nicht mehr und trinkt heimlich. Nein, ich trinke nicht, wirklich nicht. Ach, geil. Kannst du mir viel erzählen. Nein. Ihr seht es doch, ich spuck alles aus. Reduktion. Haben wir da auf jeden Fall wieder. Ja, es ist. Ja, ein bisschen speckig ist es auch. Würde ich sagen. Und es hat irgendwie diesmal ein bisschen was, so was, so irgendwie erinnert es mich an Brotrinde. Brotrinde, Hefe, also, ja, nee, Brotrinde. Hast du recht. Das ist im Wesentlichen noch der Hefe geschuldet. Aber auch die Nase ist ziemlich tief und komplex.
Ja, aber es hat auch was Gewürziges, was die anderen jetzt so gar nicht hatten. Ich finde, es riecht ein bisschen nach Kreuzkümmel oder nach Schwarzkümmel oder wie auch immer alles das heißt. Ja, die Rinde ist halt vom Gewürzbrot. Mhm, genau. Sehr schön. Mhm. Geschliffen, kühl, feinsaftig, straff. Hat man auch schon mal, gell? Der war schon mal da, oder nicht? Nee. Aber da hat man was sehr Ähnliches schon mal. Vielleicht. Weil das ist so straff und mineralisch und. Das ist richtig gut. Ja, das sind auch drei, hä? Würde ich auch sagen, ja. Schön kühl, bleibt richtig toll stehen. Und auch das kommt ohne Zucker aus. Mhm. Der tollen Saft, der auch stehen bleibt. Leicht Rotes, ne? Finde ich am Gaumen. Ja, das ist. Und das erinnert klar, dich nämlich das, auch wieder. Ist fast klar, dass das Gunderloch ist. Das ist noch einmal Hipping, dieses Mal von Gunderloch, auch 17. Oh, schön das gemacht. Ist, das ist schon so richtig sehr schön. Ja. 2, 4, 5, 4, 9, 8. Was kommt denn jetzt da für komischer Atavismus bei dir raus? Hm. Muss ja mal irgendwie anders drin, weißt du? Ach so? Ab und zu, ja. Reduktion. Ja, nicht ganz so ausgeprägt, aber so ein Hauch. Ja. Dann ist irgendwie aber auch floral, finde ich, so ein bisschen gelb-floral. So. Wenn jemand weiß, wie Ringelblumen riechen oder Ringelblumen. Ich weiß es kriegen, zum Beispiel nicht. Ja, dann Ringelblumen. Stimmt nicht, ich weiß es inzwischen schon. Na, siehst du mal. Nachdem du das nämlich das letzte Mal gesagt hast, musste ich mir irgendwann einmal irgendeine Creme mit Ringelblumenextrakt, nur um das zu riechen. Und jetzt riechst du es. Das stimmt, du hast recht, ich wäre bloß nicht draufgekommen. Mhm. Das heißt, ich muss noch ein bisschen üben, habe ich den Eindruck. Ich weiß bloß nicht, wo ich das alles hinschmieren soll. Ja, da gibt es auch Melkfett mit Ringelblumen. Ja, genau, das war das auch. Echt, ja? Ja, genau. So ein Topf und ich habe keine Ahnung, was damit anfangen. Ja, doch, im Winter kannst du es brauchen für die Hände. Kann man Fahrradketten schmieren. Das geht vielleicht auch, aber da habe ich jetzt noch nie. Das habe ich keine Versuchs. Ja. Wie auch immer, das ist wieder im Großen und Ganzen ein bisschen was Dunkleres. Ein bisschen was Vegetabileres. Ja. Ein bisschen was. Traditionelleres. Das ist schon wieder Santa Antoni. Nein. Aber das schmeckt ein bisschen so. Das ist eine sehr reife, ein bisschen schmelzige, dadurch ein Hauch süßlich schmeckende Frucht. Ein bisschen was Warmes drin. Das ist eine erdige, bisschen dunklere Mineralik. Ja, und so getrocknet kräutrig, bisschen Lorbeer oder so. Ja, richtig. Ja, Lorbeer ist eh gut. Schau, jetzt vor allem im Acker noch rein, da bleibt wirklich so was Lorbeerartiges stehen. That's what I said. That's what you said. Yes. Mhm. And what I mean. Um hier auch ein bisschen international zu sein. Schneid mal raus. Von 23 Minuten kann man zumindest 3 Sekunden auf Englisch hören. Ja. Das wird trotzdem ziemlich gut. Es ist nachhaltig. Das ist so von der Säure marmoriert. Das ist ein anderer Typ. Als, ganz anders. Ein bisschen was Reiferes ist das. Ein bisschen was Wärmeres. Aber es ist auch ziemlich komplex. Es hat Tiefe. Es hat Länge. Ich würde das da gut stehen lassen bei 300. Ja, dann machen wir doch weiter. Dann ist aber Kühling Gillot, oder? Wenn es kein Ja, okay.
Deswegen ist der so ölig. Der heißt auch Ölberg. Und es fällt schon immer wieder auf, dass das so schmeckt. Das ist Nierstein Ölberg 17 Kühling Gilot. 2, 4, 5, 4, 9, 0. Danke. Oh, der ist es aber richtig reduktiv und schläflich fast noch. Und der erinnert mich ein bisschen an was Maritimes, an Muschelschalen und Algen. Wenn ich da reinkriege, kriege ich Hunger. Ja. Ja, Algen auf jeden Fall. Aber ich finde eher getrocknete Algen, keine frischen. Ja, ist ja in Ordnung. Wäre zum Sushi schön. Hm. Das ist schon mal eine ziemlich beeindruckende Nase. Ziemlich komplex, tief. Wenn es auch noch leicht stinkt. Hm. Aber ein bisschen stinkig geht schon. Nee, am richtig stinkig finde ich total gut. Ja, das ist auch im Bund, ganz eine motzdichte Safttiefe. Man glaubt durch den Schmelz, Süße zu schmecken, aber es hat eigentlich keinen Zucker. Na, ah, das ist schon sehr, sehr schön. Mhm. Das ist wirklich tief, komplex, in sich ruhend dabei. Also auch was dunklich, was Dunkles. Und da werfe ich dir vor, dass du schmuckst. Ja. Schmuckst. Das muss am Tag liegen. Ich habe es übergeben. Ich kann jetzt wieder sprechen. Genau, das hat mich infiziert. Aber an sich schmeckt es auch recht floral, apfelig, aber so wie so ein Rosenapfel irgendwie. Hm? Finde ich halt beides so. Ich weiß gar nicht, was ein Rosenapfel ist. Nee, dazu, doch, das gibt es ja auch nicht. Aber so ein Rosenapfel, so stelle ich mir vor, dass ein Rosenapfel schmeckt. Ja. Gibt's nicht. Macht ja nichts. Du erfindest hier also neue Früchte, nach denen es schmeckt. Alles klar. Mir schmeckt das. Mir schmeckt ein. Ja, mir schmeckt das auch. Apfel, der nach Rose schmeckt. Ich glaube auch, dass wir da einen Punkt mehr geben müssen. Ich bin dafür. Ich tue hier schon neue Obstsorten kreieren. Ja, ja. So inspiriert mich das. Sehr schön. Ich habe es auch gelieblingsweint. Sehr schön. Also, das ist nochmal Kühling Gilot. Dieses Mal ist es das Pettental. Wahrscheinlich die Lage ist vielleicht sogar die Pettental. 245502. Sicher? Mhm, 502. Ich muss noch ein bisschen genießen. Nochmal ein Schlückle im Mund knabbern. Vorgestern habe ich eine Rosenmarmelade gegessen. Aha. Und die war so gut. Und dann ein Stückchen Apfel dazu. So. Der Rosenapfel. Der Rosenapfel. Das ist sowas wie die Steinlaus. Ich sag's euch. Die Steinlaus? Ehrlich? Kennst du deinen Loriot nicht? Ja, der habe ich nicht alles gesehen, bin ich ehrlich. Manches ja, alles nein. Und ich glaube, ich habe auch nicht alles verstanden. Ich war zu jung. Okay. Ja. Das ist deutlich herber, in zurückhaltender, aber auch ziemlich fest in der Nase. Aber anders. Ja, total ganz anders. Also das andere war eher so ein bisschen, also es war schon sehr intensiv, aber eher zarter. Und das ist eher so ein bisschen... Naja, zart bei der Substanz hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gesagt. Ja. Aber es war ruhiger in dem Ganzen. Ja, dann. Obwohl, das stimmt ja dann aber nicht. Durch diese Reduktion hat es auch wilder gewirkt und wird dann im Gaumen sehr, ja, sehr geschmeidig. Das hat für mich etwas Härteres. Das wollte ich sagen. Ja, okay. Nur anders. Aber härter hätte ich jetzt nicht gesagt, aber so habe ich es tatsächlich empfunden, ja. So ein bisschen
so ein bisschen was, also steht auch schon drin, aber es hat so ein bisschen was Fleischiges, ein bisschen was Jodiges. Mhm. Auch im Gaumen. Eine sehr straffe Angelegenheit. Viel reifer, dabei eher kühler Saft. Was ganz leicht Dunkles dabei. Sehr straffe Säure. Ein bisschen Gerbstoffgriff. Nicht so dieses leicht bodenständige und ölige und sowas, das die Rheinfront hat. Das ist nicht Rheinfront. Hoffe ich. Ich habe noch nicht geschaut. Nicht, dass ich mich da um Kopf und Kragen rede, aber. Rito. Aber das hat auch so ein. Ja. Ja. Eine hellere Mineralik. Also mehr. Kalkiger wirkend. Also es ist recht komplex. Es bleibt ein Griff. Brauche aber auch noch. Und einen ordentlichen Zug. Ja, das braucht Zeit. Ich finde es aber saugut. Es hat verdient, die 93. Nur vor in 4-5 Jahren würde ich es nicht anrühren. Nee. Das ist Battenfeld Spanier, das ist der Zellerweg am schwarzen Herrgott. Halt, du hast wieder kein Glas, gell? Macht nichts, ich hätte schon geschrieben. Steht auch herrlich hinten aus. Ja, das gehört mir schon sehr. 245-497. Stinki stink. Achtung, eine Durchsage. Wir sind wieder in Station Reduktion. Ja, da hat jetzt wirklich jemand im wirklich frisch geklorten Schwimmbad erst ganz, ganz viel Blauschimmelkäse gegessen und dann nicht halten können. Natürlich ist das. Das hast du jetzt extra. Natürlich ist das ein massiver Stinker. Oh. Nur es ist halt sehr tief, sehr komplex. Es ist halt Reduktion, mein Gott. Das stinkt jetzt halt einmal im Moment. Aber es ist eine Matznase, die packt zu. Das riecht sogar ein bisschen so nach Honig, finde ich. So Blütenhonig oder das so. Stimmt. Was Florales, was Würziges. Kräutrig. Ich weiß, dass man das ja eigentlich nicht kann, aber man glaubt, da sogar Salz zu riechen. Es riecht mordsmineralisch. Obwohl so viel anderes Zeug auch noch dabei ist. Es ist unheimlich komplex und dicht. Mit Abstand das konzentrierteste bis jetzt, oder? Ich finde, ja, da steht es geil. Etwas fleischig. Mhm, absolut. Es war nämlich so, das ist so ein bisschen helles Fleisch mit so Grillgewürz, aber nicht jetzt so Grillgewürz, sondern wirklich schönes, schöne Marinade, Scrub, wie das ganze Zeug da so heißt. Mach mir einen Mann. Es hat was Erdiges, also das ist schon, das hörst du immer nicht gern, aber irgendwie ist das männlich. Das schmeckt so. Du darfst es sagen. Ja, okay. Na, dann du darfst es sagen. Gut, dann bin ich ja froh. Aber ja, es hat wirklich etwas. Es ist Fleisch, Eiweiß, es hat was Blutiges. Das ist, also, man schmeckt das Eisen in dem Boden, auf dem das wächst. Weil das ist natürlich Rotenberg, aber es ist ein Riesenrotenberg. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Also, da kriegt man Hunger. Ich will jetzt grillen. Also. Ja, vor allem das hat. Ja, genau, dann hat es Pfefferschärfe, dann hat es wieder Matz Kräutertöne, da kommen in Wellen immer wieder was anderes. Ja. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen was, dem Pfeffer steht drin, steht ja eh alles drin. Ja, steht alles drin.
Es ist alles schon erledigt, aber man schmeckt es genauso wie das da. Ja, nur das mit den Punkten sind nicht erledigt, weil die sind zu niedrig. Ja, das stimmt. Es ist da fehlen zwei. Mhm. Das ist ein Riesenwein. Sehr, sehr gut. Mhm. Und hat hinten raus auch nochmal irgendwie diesen Eigenton, den wir vorhin schon mal hatten. Ja, gut. Ist ein würdiger Abschluss. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ist doch ewig lang. Es hört einfach nicht auf. Zeigen müssen wir noch nicht, dass wir es wieder vergessen. Wir haben das ja schon ein paar Mal verbummelt. So. Aber gesagt hat man es natürlich schon. Es war dann auch klar, ist der letzte Wein. Das ist Nackenheim Rotenberg. Wurzelechte Reben. 17 uralte Dinge. Und so schmeckt es halt auch. Ein Riesending. Kühlingilot. Genau. Gut, das war's. Das nächste, was kommt, ist, glaube ich, Franken. Das, was kommt. Aber es kommt auf jeden Fall noch. Schönen Tag euch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.